Intro. Servus Leute, was geht denn mal so ab? Willkommen zur OBA mal wieder. Es ist ja schon jeden Tag so. Naja, auf jeden Fall, ihr wisst Bescheid, OBA. Und heute wieder mal mit dem Cyborg Design unterwegs. Ja, was geht so ab? Formationen, Konfigurationen. Gucken wir sich gleich an. Nachdem ich dem Arsch hier eine Lektion erteilt habe. Wir legen hier gleich mal eine Mine in die Ecke. Komm her. So der Pet. Macht der Pet-Kampf oder was? Okay, das wird interessant. Oh, da ist jetzt eine Damage-Kolf, ist ja schön. Da legen wir auch noch eine Mine ran. Minentaktik, Ecken legen. Alter, da muss ich auch mal wieder ins Spiel reinkommen. Ja, das hat er mal schön gemacht. Der Wichser. Oh, vom Clan uns. Was ist das, Global-Europa-Server? Okay. Er zieht mich auf jeden Fall, der Arsch. Ich habe auf jeden Fall zwei meine Konfigurationen. Erste Konfi ist 16 Laser und 12 Schilde und 4 Speed-Generatoren. Natürlich Hyplasmoiden-Laser und in den Drohnen 20 rote Laser mit. Mit Spartan-Drohnen-Designs. Beide Konfi sind so eigentlich aufgebaut. Er verkneift sich das. Er ist aber gut. Er verkneift sich seine EMP, dass ich ja nicht mein Venom auf ihn drauf habe. Aber das ist sehr gut. Das kann ich ausnutzen. Oh je. Ja, ja, ich verkack das hier gerade ein bisschen. Ja, ja, ich hab eh schon wieder verkackt. Aber der knallt mir gerade ordentlich eine. Der gibt mir richtig... Der gibt mir wirklich eine Schelle. Der gibt mir so richtig eins auf die Fresse. Das ist ja Wahnsinn. Ich fress Damage. Ah, er subbt sich aber, interessant. Ja, gut. Das kann ich nicht mehr machen. Das hat er auf jeden Fall sehr schön gemacht. Einfach nur an. Ja, muss man mal sagen. Das hat er perfekt ausgekontert, meine Konfis. Also gegen den haben die Cyber-Konfis keine Chance, man hat es gesehen. Er hat das überhaupt nicht sehr gut gemacht. Er hat sich die EMP komplett verkniffen und aufgehoben, weil ich ja danach mein Venom eigentlich zünden wollte. Er hat mit einer Speed-Konfiguration gekämpft, das war auch nicht schlecht. Und hat eigentlich alles perfekt gekontert. Also wenn ich da jetzt in die Damage-Konfig gegangen bin, ist in die Speed gegangen, hat mich gezogen, hat die Pet schießen lassen. Und sobald ich in die Speed-Konfig gegangen bin, obwohl bei mir gibt es keine Speed-Konfig, er hat es halt perfekt ausgenutzt. Alles, so. Wen habe ich jetzt wieder? Okay, wenigstens wenn andere. Boah, ich hätte mich jetzt aufgeregt, wäre es jetzt wieder das gleiche gewesen. Aber das habe ich in der letzten Zeit nicht so gehabt. Ich spiele immer Matches hintereinander. Und ja, da habe ich das bis jetzt noch nicht gehabt, dass da einmal der gleiche gekommen ist. Das haben sie auch schon gefixt. Oder spielen halt einfach wieder so viele UBA. Schade, dass es keine Season mehr ist. Big Point nimmt. Die Entwickler von Dark World machen eigentlich alles, was Bock macht. Das wird einfach nicht mehr veranstaltet. Super. Und ich habe überhaupt jetzt verkackt. Hat er die Damage Hat er die jetzt überhaupt gesehen? Hat er die Mine jetzt überhaupt gesehen gehabt? Okay. Ja, das ist auf jeden Fall ein GG Win.
Ja, jetzt kann das ein Venom. Jetzt kann. Ah, mein. Ja, okay, passt. Ah! Hab ich ihn. Oh, ich habe ihn besiegt, jawohl! Oh! Ich habe jetzt gedacht, ich habe jetzt so gefehlt. Ich habe richtig gefehlt jetzt beim Konfi-Wechseln, alles. So schnell kann es gehen eigentlich. Das ist mir beim anderen jetzt auch passiert. Wenn du gerade am Konfi-Wechseln bist oder jetzt nicht die Formation wechselst, bist du sofort im Arsch. Wenn du nur dieses Millisekundener Zeitpunkt dem anderen übrig lässt, diese Zeitspanne, wo du kurz kein Schild hast und er dir eine 200er K-Kelle macht, geht das instant auf die HPs. Bist du Konfis wechselt, da ist schon ein Zeitunterschied da zwischen den Konfi-Wechseln. Na gut, okay. Der ist auf jeden Fall wieder leichter. GG, freut mich. Ich weiß nicht, schon wieder. Checkt er das nicht? Hat der Anzeige für das Amine nicht angezeigt? Kriegt oder was? Erst die Konfi war das nur. Ich hab die andere gar nicht. Die ist noch da, schaut's. Gewechselt. Voll. Die war noch da. GG. Und nicht, dass ihr mir jetzt aber nur auf seinen Rang schaut, ja? Ich meine, okay, das Spiel geht nach Erfahrung. Je mehr Erfahrung man hat, desto mehr Erfahrung hat man. Aber er hat alles gehabt. Er hat Cyborg, er hat die Sparta-Drohne, er hat alles gehabt. Also man konnte sich nicht darauf ausreden, ja, schlechter Rang, so wie früher. Das macht man ja heutzutage noch gern. Dass Leute es lustig finden, wenn ich jetzt sage, so, der Basic Colonel hat jetzt einen General abgeschossen und freut sich ur, weil, ja, man killt ja einen General, das kann man früher so machen, dass man sich freut, ja, ich habe einen General gekillt, der ist voll schlecht, und heute geht das nicht mehr. Das Rangsystem, habe ich schon einmal gesagt, ist im Arsch. Dann kann man das nicht mehr machen. So, was ist da jetzt? Gegner wird gesucht, der leckt mich doch am Arsch. Jo, was ist sonst noch? Space Cup läuft noch immer. Ich spiele leider nicht mit, weil es mich nicht interessiert. Die Bonus da drin sind so scheiße für mich, also lohnt sich nicht, will ich auch gar nicht mitmachen. Also von daher gibt es auch nichts Neues. Es ist auch komplett leer dort, also leer. Es tauchen hier und da immer ganze Zeit Getarnte auf und wollen bei den Spaceball mitschnorren, aber mehr ist er nicht. Und auf dieses Getarnte abschießen habe ich überhaupt null Bock, ganz ehrlich, meine Meinung. So langweilig ist das, vor allem es sind zum Teil nur Masis, die immer rumschnorren. Und ja, da geht meine Quest nicht wirklich weiter. Und man kommt ja auch angeblich da wegen Pushing auch noch dran, wenn du die zu oft abschießt. Kommst du wegen Pushing drauf? Ich habe das Thema letztens wieder durchdiskutiert. Das ist einfach. Das ist das Bescheuerste, was man auch. Was? Ich verstehe nicht. Die von Dark Orbit. Ja, viele von euch wissen es. Und viele nicht. Aber Dark Orbit hat ein System eingeführt, dass man, wenn man jetzt einen Spieler zu oft abschießt, immer weniger Pluspunkte, also Ehre kassiert, ja, Ehre und EP. Das haben sie extra gemacht, gegen das Pushing, dass man keine Ehre mehr und EP abstauben kann. Nein, aber wenn du trotzdem noch einen Push, weil er schießt dich ganze Zeit an und du willst ihn einfach nur töten, weil er dich nervt oder bei solchen Events. Bei Events, jetzt, okay. Ah! Wir haben jetzt diesen Event Space Cup. Ich hoffe, ich sehe diese Quest nochmal. Wir machen. Oh, wo fange ich jetzt an? Big Point, also Dark Orbit, macht ein Event. Ja, Space Cup. Wo man sich auf der 4-4 ungefähr 30 Tage Vollgas abschießen muss, weil alle Firmen drum kämpfen, beziehungsweise jetzt sind es nur noch Kleine, die sich drum kämpfen, wegen den Punkten, ja, wegen den Mischkleinen. Sind es Kleine, die um die Punkte kämpfen? So, wenn da jetzt ein Massenfight ist, Space Cup dauert ja gleich mal so 5 Stunden oder sowas. So, jetzt darf ich aber diesen einen Spieler dann nicht mehr abschießen, weil ich ihn 5 bis 8 Mal abgeschossen habe. Darf ich da nicht mehr abschießen, weil sonst meldet er mich wahrscheinlich. Oder Big Point meint von so aus, weil ihr System erkannt hat, ich push mich da irgendwie hoch, weil ich den Spieler abgeschossen hat. Wie bescheuert ist das? Ich mache ein Drecks-Event und kann dann Leute nicht öfter abschießen, weil ich sonst gesperrt werde. Was ist das? Dann sollen sie sich was anderes einfallen lassen oder das einfach gelten lassen, ob das nicht wurscht ist. Ich meine, okay, die können vielleicht einen sperren, wenn im System steht, ja, der hat innerhalb von einer Woche 10.000 Spieler abgeschossen, dann lasse ich es mir einreden, wenn es da gleich ist. Aber es ist ein Event, wenn ich da 50 Mal an einem... Ach du, das ist übertrieben, 50 Mal.
Alter, ich muss da fighten. Wenn ich da jetzt 50 Mal... Nicht 50 Mal, wenn ich jetzt wenigstens 20 bis 30 Mal den Spieler abschieße an einem Tag. Wegen an diesen Eventzeit, in diesen Eventzeitpunkt, ja. Nur in diesen Eventzeitpunkt, nicht anders. Das könnte man sagen, das ist ausgemacht. Nein, Eventzeitpunkt. Fuck, Alter, Formation falsch gewechselt. Dann lass ich es mir ja einreden, aber... Oh, wenn ich das letztens wieder gehört habe, ich könnte ja ausrasten, dass Leute ständig gesperrt werden. Boah, das ist... Nein! Wozu? Easy peasy, Alter, auf die letzte Sekunde und das mit ganz viel Formationsfehler. Nein! Also es tut mir leid, aber da passt doch das ganze System nicht mehr zusammen. Man wird gesperrt, weil man einfach mal einen Spieler zu oft abgeschossen hat. Aber Big Point, also der Orbit hat extra das System so ein Update gemacht, dass man pro Abschuss weniger Ehre kriegt, dass man das nicht pushen kann. Dass diese Push nicht da sind, aber... Ah! So, wir fighten jetzt hier nochmal mit unserem geilen Gegner, den wir jetzt... wie man vielleicht gesehen hat, wenn man mir nicht zugehört hat, dass ich den perfekt ausgekontert habe mit der EMP und Venom. Oh, ich kann mein Pet gar nicht subben, weil es kein Schild hat. Ich wollte das schon ein paar Mal subben in ein paar Matches, aber ich vergesse das immer, dass ich da keine Schildgeneratoren reingegeben habe, weil ich auf das nie gekommen bin. Warum sollte ich meine Pet... ja... Subben wollen. Ah, oh ja, er hat's gemacht, aber ich habe jetzt leider das Ding nicht bereit. GG, Junge! Alter, die sterben jetzt. Wer ist der King? Wow! Und wenn auch du gegen mich kämpfen willst, dann bewirb dich jetzt bei The Fight. Mir ist jetzt nichts Besseres eingefallen, vergesst es. Ja, ich habe schon oft gesagt, vielleicht machen wir das irgendwann. Ich will ja live streamen, aber in letzter Zeit, es geht sich nicht aus bei mir. Ich habe jetzt einfach zeitlich so viel zu tun. Ich will trotzdem noch Videos für euch raushauen. Ah, es geht mir einfach so auf den Keks. Und das Livestream, das geht sich dann bei mir nicht mehr aus. Es ist alles stressig. Und ja, auch wenn ich sage, ich nehme die Livestreams her und schneide daraus eine Folge zusammen. Da passt das, ist das wieder ein bisschen ein Problem mit der Aufnahme. Weil dann der ganze PC an Leistung, beziehungsweise okay, bei Dark Orbit, ich werde es vielleicht nochmal probieren zu Livestream das aufzunehmen, aber da hat es so ein bisschen einen Qualitätsmangel dann mit den Aufnahmeprogrammen, weil ich ja hier mit diesen Twitch-Programmen OBS und so aufnehme, die greifen sich dann alle gegenseitig an und dann hackt irgendwas und dann bricht zum Teil die Aufnahme ab und crasht. Und solche Sachen habe ich bis jetzt immer gehabt. Ich weiß, es sind jetzt nur Ausreden, aber es ist einfach scheiße. Ich habe schon oft probiert. Aber wenn mir die Qualität auch nicht gefällt, lade ich das für euch nicht hoch. Ich will nicht, dass ihr Augenkrebs kriegt. Ja, denkt's. Ich denke nur an euch. Ich will, dass es euch gut geht. Und dann will ich nicht, dass da noch irgendein Augenkrebs da ist, ja. So, fighting, yo. Let's do it. Oh, der Baron! Ja, das ist mal cool! Clankrieg-Gegner von XET auf unserem Server. Na, gegen den bin ich jetzt mal gespannt. Den klatschen wir jetzt, Baron! Auf jeden Fall alles Gute fürs glückliche Spiel, falls du das hier sehen solltest. Wünsche ich dir schon mal im Voraus alles Gute. Ich meine, der Kampf wird sich dann entschieden haben. Und du kannst dir dann von mir sicher ein paar Tricks anschauen, wie man natürlich besser kämpft. Kannst auf jeden Fall vielleicht ein paar Tutorials von mir anschauen. Dann zeige ich da mal, wie das ganze Fighten so geht. Oh, jetzt folgt er mir! Jetzt wo er weiß, er frisst. Oh, aber ich friss auch Damage, Alter. Bist du wahnsinnig? Der haut raus. Ja, ja.
Der haut raus. Aber ich hab gewusst, dass er gut Damage raushaut. Ich hab nichts mehr. Die haben alle so schöne Konfis. Oh, aber seine Pet gefällt mir. Also was du siehst, nice Name. Sabine. Okay, na gut. Ich werde mal gegen dich eine andere Taktik probieren. Ich habe meine Konfis jetzt heute noch nicht umgebaut. Gegen zwei Spieler hat es funktioniert und du, lieber Baron, bist auf jeden Fall der, gegen den es auch wieder mal nicht funktioniert. Ich glaube, du hast auch solche Konfis wie mein erster Gegner. Und das sind genau die perfekten Konfis. Nur, du könntest diesen Kampf noch besser entscheiden, wenn du... na gut, jeder kämpft anders. Wenn du deine MP sparen würdest, weil ich Venom bin und... Ja gut, jetzt ist es eh wurscht. Na, mein Kamikaze steckt auch. Geilo. Also, du bist auf jeden Fall am Bug-Usen. Ich melde dich einfach mal. Und dann bist du sowieso auch gesperrt. Sag ich mal so. Weil Big Boy Inno scheiße. Oh, Kamikaze ist bereit. Ah, er macht das aber. Dieses Ziehen. Okay, ja, er sappt sich jetzt an seiner Pet hoch. Das System habe ich nicht. Ja, aber er macht das eigentlich relativ schön. Er zieht mich wirklich. Er zieht mich, lass die Pet kämpfen, mach Kamikaze. Genau das System. Wenn... Achso, okay, gut, das hab ich schon gedacht. Ja, ja, okay, ich kann nur GG sagen. Gut. Da muss ich mir auf jeden Fall wieder ein paar Konfis überlegen. Das funktioniert jetzt mal wieder nicht. Bin ich jetzt aber zu faul zum Umbauen. Beim nächsten Mal werden wir wieder andere Konfis testen. Und dann schauen wir sich an. Vielleicht ist er ja zufälligerweise da, der Baron. Oder ich werde mich mit ihm persönlich nochmal absprechen. Und wir laden ihn kurz ein. Er wird da sicher kurz auf der 1. Na, warte mal. Vielleicht ist er ja irgendwo im Chat. Ich würde gerne... Da ist er ja. Wir laden ihn in die Gruppe ein. Nimm an jetzt. Oh, perfekt. So. Gruppe, wir schreiben jetzt mit ihm. Jetzt kriege ich wahrscheinlich von meinem Clan voll viele Hassmails. Weil ich jetzt mit dem Kriegsgegner in der Gruppe bin. Ja. Oder machen wir das jetzt? Ich weiß nicht, ob's... Wir machen das jetzt. Ich baue kurz Konfis und wir sehen uns gleich wieder.